Hallo Dino-Menschen, es gab einige große Veränderungen für Ark Survival Ascended, insbesondere in Bezug auf das Thema Cryopods und Cryfridge. Die hier geteilten Erkenntnisse basieren auf der neuesten Version des öffentlichen Testrealms PTR von Ark Survival Ascended. Diese Änderungen sind Teil der laufenden Entwicklung und Testphase, die Wildcard gestartet hat, um die Community zuerst neue Dinge testen zu lassen und Fehler und Exploits zu finden, bevor die Änderungen in die öffentliche Spielversion übernommen werden. All diese Änderungen wurden von GP gefunden. Folgt ihm, denn er ist ein großartiger Typ und ein guter Freund von mir, der es liebt, all diese kleinen News zu sammeln. Der Schwerpunkt des Feedbacks während der PTR-Phase liegt darauf, Fehlerberichte zu erhalten und technische Probleme zu finden. Da viele Spieler, die das Spiel abgöttisch lieben, immer mehr Probleme finden werden als eine Handvoll von Entwicklern. Die Entwickler ermutigen jedoch auch aktiv Spieler, Vorschläge und Empfehlungen für Änderungen an den Gameplay-Mechaniken einzubringen. Sie können zwar nicht auf jeden Vorschlag eingehen, ziehen sie jedoch in Betracht, wenn sie ins Konzept passen. Aber weil es eben immer noch die Ark-Community ist und die Ark-Community niemals eine einheitliche Meinung zu irgendetwas haben wird, können diese Diskussionen ziemlich hitzig sein. Aber mit kleinen Schritten kommen wir zu einem Punkt, an dem die Ideen Gestalt annehmen. Aber lasst uns doch über die Änderungen sprechen. Wenn du mein letztes Video darüber, wie sich die Cryopods von Ark Survival Evolved unterscheiden werden, nicht gesehen hast, schau dir das zuerst an, denn dieses Video wird über die Änderungen zu dem letzten Video sprechen und nicht über die allgemeinen Änderungen zu Ark Survival Evolved. Wenn du es gesehen hast, komm doch einfach zurück. Früher waren Cryopods ein schneller und einfacher Weg, auf deine Dinos zuzugreifen. Aber die neuesten Updates haben einige wichtige Anpassungen gebracht. Jetzt erfordert das Rauswerfen von Dinos einen gepowerten Cryofridge, was bedeutet, dass Taschendinos, also Dinos, die man mal eben schnell rauswerfen kann, nicht mehr so einfach zugänglich sind wie zuvor. Im letzten Update konntest du einfach einen Cryofridge ohne Strom irgendwo platzieren und nach einem 5 Minuten Cooldown deine Dinos rauswerfen, wenn du wolltest. Jetzt muss er stattdessen mit einem Generator betrieben werden. Wildcard hat auch die Möglichkeit, entfernt Cryofridges auf Plattformsättel zu platzieren, damit du nicht einfach eine mobile fliegende Uncryo-Station mit dir haben kannst. Eine Verbesserung der Lebensqualität hat es auch ins Update geschafft. Der Radius für Cryopods ist endlich sichtbar, um es dir zu erleichtern, zu sehen, wo du deinen Dino rauswerfen kannst. Für viele Spieler bringen diese Änderungen ein Gefühl von Balance und Strategie zurück ins Spiel. Die Notwendigkeit von gepowerten Cryofridges für das Auswerfen von Dinos macht die Planung für 10 Nachmittage und die Gestaltung der Basis wichtiger. Es zeigt auch, dass der beabsichtigte Zweck von Cryos hauptsächlich zur Lagerung und zum kontrollierten Transport ist. Es entfernt den sofortigen Zugang zu mächtigen Dinos in kniffligen Situationen, die eher smart gespielt werden sollten, anstatt mit Kanonen auf Spatzen schießen zu wollen. Ein wenig Herausforderung zurückzubringen in Asa, das als Survival-Spiel gedacht ist, ist etwas, worüber sich einige Spieler mit diesen neuen Änderungen freuen. Allerdings, wie ich bereits erwähnt habe, ist die Ark-Community niemals einer Meinung, was in Ordnung ist, denn viele Bedenken sind ja eben auch berechtigt. Spieler haben sich an die Bequemlichkeit von sofort verfügbaren Cryopods gewöhnt und befürchten nun, dass diese Änderung ihren etablierten Spielstil zerstören könnte. Die Anforderung an gepowerte Cryofridges könnte als unnötige Hürde erscheinen, die die Verfügbarkeit der eigenen Dinos erschwert. Wenn etwas, was zuvor einfach war, nun plötzlich schwierig wird, dann macht das die Leute nie glücklich. Aber das ist üblich bei Entwicklungen in Early Access Spielen. Auch bei 7 Days to Die und ihren jüngsten Änderungen, dass man Bücher lesen muss, um Dinge herzustellen, statt Pläne dafür zu finden, hat sehr viel Kritik von der Community erhalten, bis sich die Leute einfach dran gewöhnt haben. Ein weiterer Kritikpunkt, den ich auch als vollkommen berechtigt sehe, ist die Angst vor einer Überflutung der Map mit Cryofridge-Spam. Übermäßige Generatoren, die zusammen mit Cryofridges die Landschaft verstopfen, können die gesamte Spielbarkeit eines Servers beeinträchtigen. Besonders auf PvE-Servern, wo du nicht einfach die Strukturen anderer Leute zerstören kannst, während sie dich aber selber daran hindern, selbst zu bauen. Es wird eine Regeländerung oder am besten eine Mechanik benötigt, die die Strukturenflut beseitigt, vor allem da Strukturen-Spam ja auch ein Problem außerhalb der Cryo-Diskussion ist. Die letzte Sorge kommt aus der PvP-Community, und zwar, dass diese neuen Änderungen Höhlen unangreifbar machen werden. Ich bin kein PvP-Spieler oder besser gesagt, ich spiele es nicht mehr, also kann ich auch nicht viel über die Höhlenmeter sagen, da das eine der Dinge waren, die PvP für mich uninteressant gemacht haben, aber ich verstehe, warum es Änderungen in dieser Meta geben sollte. Vielleicht größere Einschränkungen beim Bauen in Höhlen. Das ist dann aber Wildcards Job, sich das anzusehen. Aber ich weiß auch, dass die PvP-Spieler kreativ werden und einen eigenen Weg finden werden. Also Dino-Menschen, was ist eure Meinung zu diesen Änderungen? Begrüßt ihr die Verschiebung hin zum strategischen Gameplay oder bevorzugt ihr die Bequemlichkeit des alten Cryosystems? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren unten. Obwohl dies hier direkt aus der PTR kommt und wir nicht wissen, wann wir die Cryos bekommen, ob heute mit dem großen Patch oder nächstes Jahr,
Es ist interessant, eure Gedanken festzuhalten. Und auch ein kleiner Rat, wenn du das Bedürfnis verspürst, Leute hier zu beleidigen, weil sie nicht deine Meinung teilen, dann war das dein letzter Kommentar auf meinem Kanal. Nur als kleine Warnung, weil ich die Kommentare unter meinem anderen Cryo-Video gesehen habe. Und das war's auch schon. Danke nochmals an GP für diese Informationen und wir sehen uns im nächsten Video.